Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Und ja, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass wir hier einen neuen Freund haben, den wir noch nicht ausgepackt haben. Und wir haben, was hat der Flexi denn hier gemacht? Ich bin ein bisschen raus, muss ich sagen. Ich hatte jetzt eine längere Pause. Tut mir leid. Ich nehme das Ganze auch ohne Kamera auf. Weil ich dachte mir, ach komm, machst du mal ein bisschen ohne Kamera. Wo waren wir denn stehen? Was waren wir denn gemacht? Okay, Flexi hat hier auf jeden Fall größere Kisten gebaut. Ah ja, stimmt. Wir hatten ja die größeren Kisten jetzt, ne? Bis auf hier unten. Das waren noch die alten. Hier drüben sind auch noch die alten. Stimmt. Hier waren auch noch die alten. Und hier hat Flexi irgendwie... Ach, hier hat er Barren. Hier wollte er Barren schmelzen, genau. Ah, dazu... Ach ja, das war ja der... Ach, stimmt. Das war ja, was so teuer war, ne? Genau, wir müssen mal Kohle finden oder so. Wir wollten irgendwas bauen. Ich war mir sicher, dass wir irgendwas bauen. Genau, Zink hatten wir noch. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir es brauchten. Ich schau mal eben. So, was haben wir denn hier? Ja, ach ja, genau, stimmt. Wir wollten die zweite Workbench bauen und dieses Wire und den ganzen Kram. Oder das Brass Wire und Brass Pipe. 4 von diesen Brass-Zeug brauchen wir da für die Workbench. Wir sollten auf jeden Fall, wir müssen gucken, ob wir irgendwo Kohle herkriegen. Das ist wichtig. Ich würde sagen, wir düsen mal los. Was haben wir denn hier nochmal? Achso, ich sollte vielleicht Dings ausrüsten, ne? Genau. Unser Greifhaken. So, das nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mit. Oh, Kerzen. Das ist ja toll. Es ist übrigens Halloween-Event. Weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erwähnt habe. Keine Ahnung. Aber, nein, halt, stopp. Halt, stopp, da war noch Dings. Komm ich da noch dran? Ich glaube nicht, oder? Ah, doch, vielleicht. Genau, Halloween-Event. Und ich frage mich immer noch, ob wir... Ich frage mich immer noch, ob wir, ob wir da zu so einer Insel einfach hin könnten. Und ob wir da irgendwo Holz herkriegen. Achso, wie sieht's aus? Haben die eigentlich wieder gesammelt hier, die beiden Experten? Ja, haben sie. Sehr schön. So. Oh, stimmt. Da drüben ist ja... Da drüben erwartet uns ja was. Ich würde sagen, da gehen wir mal gucken. Sind da Gegner? Bitte lass uns da irgendwas bekommen, was wir benötigen. Sind da Gegner? Es sieht aus nicht wie eine Sperre, oder? Es sieht nicht danach aus, als wären jetzt hier... Attention! You hear that? Another adventure invites our heroes. This was? Time they are about to meet the deadliest of foes, the Hive. Was? These monstrosities defend their islands until the last breath. So, to get the rewards hidden there, you'll have to overcome many unearthly creatures. Only the bravest of heart are capable of completing this task. Go to the island with the help of jellyfish on the platform. Was? Okay, damit bin ich jetzt gar nicht... Nein, nicht einverstanden, aber ich bin jetzt gar nicht bereit. Was geht denn... Was ist denn mit diesem Spiel? So, warte mal. Ich sortiere mal ein bisschen was ein, ja? Bevor wir jetzt hier, oh, ich sehe gerade, wir könnten was trinken, ne? Pass auf, ich trinke mal was. Use. Hier haben wir das drin. Das. Es wird Zeit, dass wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Kisten kriegen. Das wird mir nämlich gerade schon wieder zu voll. Warte mal, ich sortiere mal ein bisschen. Wo haben wir denn hier noch was? Warte mal, wir haben da noch Scrap Metal drin. Die sind voll, ne? Okay. Packen wir das da rein. Das kommt auch noch hier rein. So, dann würde ich sagen, Holz hatten wir alles voll, ne? Ja.
Holz hatten wir alles voll. Verdammt. Ah, Mist. Das haben wir auch noch. Wir brauchen unbedingt noch eine Kiste irgendwie. So eine Grabbel. Was brauchen wir denn nochmal für eine normale Kiste? Warte mal. Zwei Barren, zweimal Schrauben. Für eine große. Zweimal Barren, zweimal Schrauben. Warte mal. Ich hatte doch vorhin eine Kiste gesehen, wo wir sowas drin hatten, oder? Zweimal Barren, einmal Schrauben. Ich würde mal einmal Barren herstellen. Ah, das wird nicht reichen. Gut, wir haben ja noch, wir haben ja noch ein bisschen Holz, so ist das ja nicht. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt hier Phase ist. So, dann machen wir nochmal einmal Schrauben. Das war hier. So. Und dann würde ich sagen, stellen wir nochmal eine Kiste her. Eine große ist natürlich schön. So, die Kiste mache ich einfach mal hier unten hin. Einfach mal, weil wir es können. Ich würde sagen, wir machen direkt hier unten auch einen Blueprint. Ich finde das geil, dass man halt hier so Blueprints machen kann, dass man hier schon von vornherein sagen kann, pass auf, da will ich auch eine Kiste irgendwann haben. So, pass auf, dann würde ich sagen, da knalle ich jetzt einfach mal, ja, komm, das restliche Holz noch mit rein. Und das Zink, Scrap Metal kommt weg, das Essen, das kommt auch noch mit da rein. Keine Barren da, ne? Obwohl, das Holz, komm. Das Essen tue ich mal rein, wegschnabulieren. Trinken, ich weiß gar nicht, hat Flexi irgendwie Trinken hergestellt? Er hat nichts vorbereitet, ne? Hier ist ein bisschen, oh, warte mal, können wir... Dann können wir theoretischerweise eigentlich auch das Trinken, beziehungsweise die, das Holz... Ach, zwei brauchen wir davor. Das Holz hier reinschmeißen eigentlich. So, noch mehr Scrap Metal, das ist sehr schön. Ah, da ist noch Holz drin gewesen, okay. Scrap Metal, lass mal gucken. Wir hatten hier, ne? Genau. Dann haben wir die Kiste auch voll. Ja, so langsam füllt sich alles wieder. So. Gut. Ich finde das ein bisschen blöd, dass wenn man hier changed, dass das dann weg ist hier drin. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Das scheint noch irgendwie ein Bug zu sein, glaube ich zumindest. So, pass auf, dann use ich das mal. Dann sieht das doch ganz gut aus mit dem Trinken. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das hier mit Kamera aufnehme. Aber ich finde das irgendwie, glaube ich, angenehmer. Weil ist jetzt nicht so, dass man sich hier so mega erschreckt oder so irgendwie. Aber na gut. So, dann gehen wir mal. Was ist das denn hier? Was ist das? Greif das an. Interact. Was? But was? True heroes never really simply colors. Was? Wo bin ich hier? Hilfe, was ist das? Begin the first stage of the trials. First stage of the trials? Was muss ich hier... Oh Gott, ist das... Oh nein. Ich habe gerade noch gesprochen von Erschrecken. Trials of Strange. Wave 1. Battle in the area bring rewards. After each wave, you can take what you have earned. And leave the area island. Or you can take the risk and move to the next stage of the challenge. If you lose... Oh, nein. Okay, let's go. Aber was kommt jetzt hier? Oh, sieht das... was? Was? Was zur Hölle? Ich bin gar nicht bereit. Was ist die Phase? Hilfe! Was?
Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Alter! Interaktiv mit dem Monolith! Was ist das denn? Arena-Kämpfe, wie ich sie liebe und gleichzeitig auch hasse. Entschuldigung, ich muss mal eben, Moment, ich muss mal eben was trinken. Was zur Hölle ist... Ich will wieder zurück zu meinem Zug. Es war so mollig und schön und gemütlich und... Oh nein, wir haben nicht mehr viel Schuss, ne? Sehe ich gerade. Oh nein. Gibt's hier auch irgendwie Munitionsdinger? Ich guck mich mal eben um, bevor ich jetzt hier die nächste Welle starte. Die Musik ist ja sehr schön dramatisch. Da kommen wir nicht hoch. Das ist alles sehr schön. Nur ich frage mich halt, ob es wirklich, wie gesagt, Munition gibt. So als kleines i-Tüpfelchen. So, was haben wir hier? Hä, damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet, dass man hier so auf so einer Insel noch rumwandert. Was? Ich frage mich, was wir in der zweiten Welle bekommen. In der ersten Welle war ja, glaube ich, Holz, Scrap Metal und, ich glaube, irgendwie hier Chemikalien. Schauen wir mal, was wir als nächstes bekommen. Also eine Runde würde ich mich, glaube ich, noch zutrauen. Ich weiß ja nicht, ob es noch andere Gegner gibt, als wie diese krabbelnden irgendwas-etwas-Dinger da. Schade, es gibt keine Munition. Okay, das muss man ja erstmal wissen, ne? Oh Gott, was ist denn der beste Spot? Eigentlich hier, ne? Eigentlich ist hier der beste Spot, glaube ich, hier oben. So, der Monolith. Ist das hier? Ja, das ist der Monolith, ne? So, Reward. Okay. Fake Reward? Nein, noch einmal fighten, würde ich sagen. Nächste Welle in 3, 2, 1. Okay, los geht's. Alter, uha, meine Waffe, nein. Oh Gott, 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 oh Gott. Das war ja schön gedacht von mir. Aber irgendwie... Lauf doch! Manchmal rennt er nicht, ich weiß nicht warum. Und ab geht er! Alter! Lauf! Lauf! Okay, die können aber irgendwie nicht runterspringen, ne? Also von so gewissen Dingen. Hohoho. Ciao. Ich glaube, es ist der letzte. Okay, mit dem Revolver geht das. Oh, Alter, 8. Okay, aber mehr gibt es hier anscheinend nicht. Oh, Enemy Heal. 25% kriegen die jetzt. Alter, und 25% mehr. Nee, ich glaube, das reicht erstmal. Das ist mir sonst... Das erinnert mich ein bisschen auch an, was ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe und vielleicht zwischendurch auch immer noch ab und zu mal spiele, wenn ich mal Lust drauf habe, ist, wie heißt denn das nochmal, dieses Free-to-Play-Game? Ich komme nicht drauf, wie heißt denn das mit dem Weltraumgedöns, wo man auch so gegen Wellen kämpfen muss? Ah, mit den Karten, wo man sich so levelt, wie heißt denn das nochmal? Warframe, da hast du auch so einen Modus, wo du dann immer sagen kannst, ja, ich will weiterkämpfen oder halt abschließen. Ich schließe jetzt mal ab. Aber wo kriege ich das jetzt hin? Was ist, wenn ich keinen Platz im Inventar habe? Das war's, toll. Und nu? Jetzt fliege ich hier mit diesem... Es ist egal, welches Eiergedöns ich aussuche, ich nehme mal das hier. Also, meine linke Hand ist gerade im Arsch des Vogels.
Das sieht falsch aus. Ich, ja, meine Hand ist im Arsch des Vogels gewesen. So, ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, wir können zwar jetzt nochmal dahin. Ich glaube, das ist hier derselbe Weg, ne? Ich glaube, das sind nur verschiedene, oder? Ist es wahrscheinlich für Multiplayer, dass man verschieden hat, oder? Oder ist das hier was anderes? Ich probiere das einfach mal. Geil, Alter. Ah! Ja, ich glaube... Ja, ist dasselbe. Okay, wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es eh vorbei. Okay, alles klar. Gut. Gut, aber wir haben ein bisschen Ressourcen. Ist jetzt nicht viel gewesen. Ja, ist doch gut, Mann. Ist jetzt nicht viel gewesen, aber immerhin. Wir haben ein bisschen was. So. Gut. Dann würde ich sagen, die stecke ich mal weg. Munition bräuchten wir, ne? Unbedingt. Die Waffen sind ja weg, die anderen, die warten. Oder habe ich die irgendwo? Nee, ne? Oder hatte ich die Waffe irgendwo eingesteckt? Nee, ne? Ich wollte die Waffe, glaube ich, in der Kiste packen, in der große, aber ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal... Naja, egal. Okay, dann lass mal einsortieren. So, so, dann Chemikalie war hier. Auch wieder fast voll. Und fünfmal Holz, wovon wir viel zu viel haben. Egal, lasse ich jetzt erstmal im Inventar. Wir werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen bauen. Das heißt also, wir sammeln mal wieder ein bisschen. Das war ja aufregend. Das war ja... Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, im nächsten Depot haben wir keine Munition, das ist super. Ich weiß nicht, ob wir welche herstellen können. Irgendwann mal. So. Auf der Suche nach, Kohle und so ein Kram. Hier haben wir keinen großen Kohlebrocken wieder gefunden, ne? So, die Chemikalien lassen sie. Obwohl, eine können wir mitnehmen. Hä, wieso hat der Zug angehalten? Kann ich die auch angeln? Ja, geil, fett. Das geht sogar. Lul. Oh, Raw Meat. Oh, geil. Mm. Erstmal ein Schnitzel braten. Würde ich sagen. Machen wir mal. Oh, leckere. Oh, mm. Geil. Da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Leckeres Schnitzelchen. So, warte mal. Da ist noch Holz. Geil, dass man von denen einfach das Fett abzwacken kann. Komm her! Komm her, ich angel ein bisschen! So, was haben wir da? Ich will nichts liegen lassen, ne? Oh! Zink. Aber wieso kriegen wir keine Kohle? Kohle ist echt rar, ne? Ich weiß nicht, ob es vielleicht andere Spots gibt, wo Kohle gibt oder so. Das weiß ich halt nicht. Kann ja gut sein, dass es vielleicht bessere Spots gibt mit Kohle, aber gut, wir fahren ja halt hier nur. Wir können ja nicht irgendwie ausweichen, nach links oder rechts oder so, oder eher so ähnlich. Tut mir leid, wenn ich zwischendurch immer anhalte, aber ich würde halt gerne alles mitnehmen. Das ist halt immer so das Problem bei dem Game. Nichts. Nichts. Okay. Dass man halt immer on Tour ist, ne? Also man hat irgendwie nie so richtig die Ruhe. Mal gut zwischendurch an den Stationen. Natürlich hast du die Ruhe zu gucken, ne? Aber es ist halt nicht so wie so ein normales Survival-Game, ne? Muss man sagen.
Also jetzt, wo du halt so Axt, Hammer und so ein Gedöns hast, ne? Wo du halt, wo du halt jetzt irgendwie Holz sammelst, Äste, Stickies, Steine und so ein Gedöns. Nein, wollte ich gar nicht. Sondern es ist halt schon anders, muss man so sagen, wie es ist. Und ich frage mich immer noch, ob wir so unseren Backpack irgendwann vergrößern. Wahrscheinlich ja, ne? So, nichts lassen wir liegen. Wir lassen nichts zurück. Gar nichts lassen wir zurück. Okay, da komme ich noch nie dran. Aha, guck mal einer an. Da liegt noch... Was ist das denn Schönes? Ist das Eis? Es ist Eis. Ja. Da ist noch Holz. Da ist auch noch Holz. Okay, da kommen wir schon dran. Sehr schön. Wir haben so viel Holz. Wir müssen unbedingt noch eine Kiste bauen, ne? Wir müssen unbedingt die Kisten etwas vergrößern oder so. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich bin überlegen, ob wir das jetzt machen. Ob wir anfangen, die Holzkisten zu vergrößern. Weil sonst bringt das... Ich glaube, sonst bringt das irgendwie alles gar nichts. Au! sonst bringt das irgendwie alles gar nichts. Ich würde sagen... Ich mach mal ein paar Barren. Warte mal, wir brauchen 2 Barren und wir brauchen jeweils 2... Nee, einmal Schrauben, ne? Das heißt also, wir brauchen insgesamt immer 3 Barren. Ich mache erstmal 3. Dann würde ich sagen, dass wir das Holz jetzt erstmal rausnehmen. Dann würde ich diese Kiste umbauen. Eva had a hammer. The hammer in the morning. Deconstruction. Da kriegen wir ja auch einen Eisenbarren her. Sehr schön. Das heißt, wir können damit schon mal Schrauben herstellen. Warum habe ich denn, Entschuldigung, warum habe ich denn so einen Frosch im Hals? Ach so. Und wir brauchen natürlich Holz. Wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. Wir haben es ja. Unser Inventar ist voll. Das ist sehr schön. Ich würde das Zink mal eben wegbringen. Die Kiste hier unten können wir auch fertig machen gleich mal so langsam. Zink. Können wir mehr stacken jetzt davon? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir können mal was zu essen braten und was zu trinken machen. Im Voraus. Einfach mal jetzt, weil wir es können. So, warte mal. Trinken, ja. 2 Stück bitte. Würde ich mal einmal das Raw Meat da reinpacken. Ja, Holz haben wir dabei. Das ist gar kein Problem. Was hat er dabei? Natürlich Wood. Natürlich, klar. Warum denn nicht? Da sind die Backen. Ich stelle da nochmal eben Schrauben her. Ich mach mal nochmal 2 Schrauben. Und dann würde ich tatsächlich nochmal... Huch. Nochmal Barren herstellen. So. Machen wir mal 3 Barren nochmal. So, trinken ist jetzt auch gleich fertig. Sehr schön. Dann würde ich sagen, hier haben wir noch ein bisschen Essen. Machen wir davon auch nochmal 2. So, dann mache ich hier die Trinken. Mit dem Garden, das kommt bestimmt. Also ich würde für wetten, dass das mit dem... Ach, das, wir können eigentlich mal trinken, kommen. Das mit dem Garden, das kommt bestimmt. Ich sortiere das mit dem Fett mal eben schnell weg. Fett, Fett, Fett. Ich bin fett. Wir sind fett. Du bist fett. Wir alle sind fett. So. Sehr schön. Heißt also... Ich meine, wir könnten jetzt bauen... Überhead der Hammer. Der Hammer in the morning. Große Kiste. Jawohl. Dann würde ich hier schon mal einsortieren. Beziehungsweise. Ne, warte mal. Wir nehmen hier raus. Packen da rein.
Kann ich das irgendwie darüber swipen? Wie ging das nochmal? Move Stack? Ah so, genau. Links Schiff war das. So, guck mal. Ach, guck mal, ist das sehr schön. Dann können wir den nämlich auch abreißen. Deconstruction mit F. Open. Da ist alles voll. Open. So. Deconstruction. Und warte mal, wie können wir jetzt bilden? So, einmal bitte das Dings rausholen hier, bitte. Dieses Büchlein, so einmal, zweimal. So, dann haben wir da schon mal. Nein, jetzt habe ich. Oh, ich habe die kleinen. Oh, ich bin so ein Otto. Ich habe die kleinen Kisten gebaut, ne? Oh, ich bin so doof. Oh, ich bin so ein Horst. Wir müssen Schrauben haben. Und Barren. Ich bin so ein Horst. Oh Gott, ich könnte mich manchmal selber verfluchen. So, brauchen wir nochmal zwei Barren. Und wir brauchen ja nochmal Schrauben. Haben wir eigentlich für Schrauben? Ja. Ich mach nochmal zwei Schrauben. So, da haben wir wieder Essen. Sehr schön. Packe ich hier rein. Es wird ja Gott sei Dank nicht schlecht. Pass auf, damit ich das nicht falsch mache, würde ich sagen, packe ich schon mal die größere Kiste dahin als Blueprint. Dann weiß ich wenigstens, dass ich das machen muss. Damit ich das nicht... Ich bin manchmal aber auch echt dämlich. Man muss es einfach so eingestehen, wie es ist. So, dann lass mal gucken. Haben wir denn jetzt genug? Natürlich nicht. Uns fehlt immer noch Barren und... Ach, es ist doch eine Last mit mir. So, warte. Ich stelle nochmal drei Barren her. Aber je mehr man da von denen hat, ne, die sammeln ja auch, ne? Ich weiß gar nicht, was kostet denn uns denn nochmal so ein Ding? Muss ich mal gleich mal gucken, dass wir vielleicht den jungen Mann hier vielleicht nochmal irgendwo hier hinstellen. Hier hinten in der Ecke oder so. Würde ich mal ausprobieren. Ich weiß halt nicht mehr genau, was uns das kostet. So, nochmal Schrauben. Lass mal gucken. Was kostete uns das denn, das Dingen? Hier. Okay. Weil dann kriegen wir ja zwischendurch ja auch Ressourcen, ne? Weil die sammeln ja auch fleißig. So, was ist hier? Können wir hier... Okay, zweimal Schrauben, zweimal Barren. Haben wir noch... Ne, okay, haben wir nicht.